Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Teil 4. Vielleicht ein anderer Tag für euch. Für mich ist es ungefähr eine Minute später. Ich habe gesagt, ich ziehe direkt Teil 3 bzw. Teil 4 durch, denn aufhören kann ich jetzt nicht. Ne? Das geht nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Ich soll sie durchs Dach schmeißen. Alles klar. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Schauen wir mal. So, was kann ich tun, um dich da hochzubekommen? Hilfst du mir? Okay. Kann ich irgendeinen Knopf drücken jetzt? Na also. Ja, das sollte gehen. Scheiße, ja. Guter Wurf, oder? Okay, das ist gut. Guter Wurf. Dann mal los. Ich habe so das böse Gefühl, dass sie gleich oben ist und dann irgendwie der Generator umkippt oder das Seil reißt und ich hier alleine bin und einfach nicht hochkomme. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Aber es scheint nicht so, so zu sein. Okay, das Wetter ist definitiv nicht mehr so schön. Hier drüben. Da sind unsere Pferde, sehr gut. Wow. Der Sturm hat echt zugelegt. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Kommen wir nach. Ist schon heftig, das Wetter hier. Ja. Ich sehe einfach nichts mehr. Wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Ich komme nicht mehr weiter. Also ich bewege mich, aber ich komme kaum noch weiter. Dina, wie weit noch? Oh, jetzt habe ich Dina verloren, oder was? Ernsthaft? Dina! Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Dina, wo bist du? Mich selber voll verlaufen. Scheiße. Wo bin ich? Dina! Ich höre sie. Wo bist du? Ich sehe dich, Dina! Oh, Gott sei Dank. Komm schon, hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Gerade so ein völliger Zufallsgedanke in meinem Kopf. Gibt es eigentlich keine Wettervorhersagen mehr? Nein, natürlich wahrscheinlich nicht, ne? Oh Gott, ey. Ist das eine Bücherei? Ich mach die Tür zu. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir uns mal um.
Oh, wieso nimmt sie die Waffe? Wieso nimmt sie die Waffe? Das heißt doch schon wieder nichts Gutes. Aber der Laden ist noch ganz gut in Schuss. Also hier waren wahrscheinlich keine Plünderer. Gut, ich meine, das wollen sie plündern, aber trotzdem. Gut, ein paar Bücher am Boden. Und dann gehe ich gleich hin. Ich möchte eben gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Sieht aber nicht danach aus. Wobei, das ist eine Kette dran, ne? Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Okay, sie hat die Waffe wieder weggesteckt. Das scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Da kommt man nicht anders rein, oder? Ach doch, hier ist eine Tür. Copy Center. Ich sehe nach, was da hinten ist. Oh, da liegt ganz viel. Seht ihr das? Wie das da blinkt? Ja. Ich habe im Leben nicht gedacht, dass das klappt. Habe ich im Leben nicht gedacht. Dieses ganze Elektronikzeug? Richtig gut. Das muss sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat er es mir verheimlicht? Im Leben habe ich das nicht erwartet. Huh. Eugene Linden, ist das ein Firefly-Anhänger? Ja. War ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten. Und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. So. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, dann hätte er was gesagt. Ich frage mich gerade, kenne ich Eugene? Nein, oder? Ich glaube nicht. Sammelkarten. Okay, cool. Eine PlayStation. Können wir da jetzt unsere... Achso, nee, ich dachte, das wäre eine Werkbank. Und Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Er sieht aus wie Aquaman. Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. So, was haben wir? Wir haben Eugene. Bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Politiker. Zurückging zu den Fireflies. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht. Deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause. Bitte, wir lieben dich, Claire. Wobei, ich wollte noch einmal ganz kurz schauen, ob auf der Rückseite, ja guck, da haben wir nämlich ein Foto drauf, okay. Und
auch das Foto von Eugene und Tommy habe ich nämlich nicht gedreht. Kann ich auch gar nicht drehen. Also auf die Rückseite meine ich jetzt. Okay. Hey, da ist der Generator. Ist eine keine Werkbank? Ich dachte. Okay, an Generator, wer mein Part 1 gesehen hat von The Last of Us, habe ich ganz schlimme Erfahrungen. Ich glaube, das war im Hotelkeller oder so. Gott, war das schlimm. Ganz, 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 ganz schlimm. Deswegen hoffe ich, dass jetzt hier nicht alle Zombies kommen. Wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Doch, eine Werkbank. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. So. Okay. Was haben wir? Wir können verbessern entweder das Gewehr oder die Pistole. Wir schauen mal bei der Pistole. Da können wir die Feuerrate 45% mehr. Das ist natürlich richtig gut. Stabilität. Okay. Rückstoß. Oder Kapazität. Nein, wir machen Feuerrate. Wir wollen schneller schießen können. Ja, ganz wichtig. Denke ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Wir werden es erfahren. Das wird gehen. Irgendwo runter? Hm, hier nicht. Als ob es hier irgendwo Zugang gibt, aber wo? Guck mal. Na los. Okay. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Das Gras. Das erklärt einiges. Allein diese Musik jetzt, dieser Sound, ne? Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Ach. Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10.
Wenn eins richtig unterirdisch ist und zehn überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Seine Zeit auch rumkriegen, wenn draußen der Schnee tobt, der Sturm tobt. So, ist das jetzt wieder die andere? Ja. Okay. Oh shit. So, infiziert. Oh mein Gott. Eins, zwei. Da ist noch einer. Drei, vier. Was ist denn hier los? Husch! Woher, 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 woher? Das Problem ist, ich habe einfach keine Ahnung, wo ich herrennen soll. Vor allen Dingen hier 1000 Zombies hinter mir her. Ich habe keine Ahnung, wo ich herrennen soll. Wo ist das für ein Mist? Oh, Scheiße.
Ey, gerade noch hier so eine, weißt du, die rauchen sich da schön gemütlich ein und jetzt muss ich hier vor 1 Milliarde Zombies wegrennen. Was ist das für ein Mist? Hep. Hep. Da muss ich rüber. Können die Claire? Oh, shit. Woher, 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 woher? Ich hasse dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh Gott, ey. Mikrofon noch heile, ja. Hier geht's nicht her. Das heißt, ich sterbe gleich wieder. Oh, Medipack, schön. Wo muss ich her? Ja, hier hoch, guck mal. Vor allen Dingen, warum... Horror pur, Horror pur. Ernsthaft, Horror pur. Kann ich den... Ich kann den ja nicht mehr erschießen oder so. Ich drück doch X! Quadrat meine ich. Wir müssen hier weg! John! Es sind zu viele! Geht weg! Geht! Na los, hier lang! Ja! Ich hab euch! Ah, shit! Alle her. Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zu Hütte. Da wird nichts Besseres sein. Hey, hast du eine Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt gut. Bleib bei. Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Ach, das, was für ein unnötiger Schuss war das denn bitte? Durch die Tür hier! Na los! Schlimmster Part meines Lebens, ne? Ohne Scheiß, Leute. Schlimmster Part meines Lebens. Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier! Oh mein Gott. Hey, Mädchen! Hilf uns mit diesem Ding! Auf den Karren schieben! Mann, ey, du blöder, kackinfizierter Zombie, ey, Mann. Oh, noch so einer von hinten, oder was? Ah,
Ja, jeder Schuss muss sitzen. Danke, Joe. Ja, der lebt immer noch. Scheiße, Mann, ey. Kackpart, ehrlich. Kackpart, ey. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da. Mann, ey, Joel, warum stehst du hinter mir, wenn du da nicht aufpasst? Ernsthaft? Schon wieder? Kann doch nicht sein. Ich bin gleich wieder tot. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich. In der Nähe bleiben! Wohin gehen wir? Hier lang! Los! Sie sind überall! Nicht langsamer werden! Ist hier immer noch nicht vorbei. Tommy, das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Verätzung. Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Es war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört?
Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du bitte warten? Ach, er ist das. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch, kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Von man muss in so einer Welt leben. Schrecklich. Okay, gehen wir rein. Du hast uns Angst gemacht. Ich weiß. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in der Kante oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Was ist hier los in dem Part? Jetzt mal ohne Flachs, ne? Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Ey, was? Lasst mich! Ist hier los? Knallt sie ihm das Bein weg. Puta madre. Die haben sie gerettet. So. Mel. Wer bist du? Rate mal. Sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Wer ist sie? Nimm jetzt sein Bein ab. Na los! Hier.
ja keine Bewegung. Verdammt! Weg da! Ja, Freunde, mit dieser Unwissenheit, nicht zu wissen, wer Abby ist, dass sie vielleicht Joel gekillt hat. Also ich gehe davon aus, weil das Bein sah schon richtig mies aus und dann mit so einem Golfschläger ins Gesicht ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Ja, mit dieser Unwissenheit beenden wir jetzt das Spiel tatsächlich und werden dann versuchen, das im nächsten Part rauszufinden. Also ich bin gerade irgendwie ultra, weiß ich nicht, geschockt und stehe gerade so ein bisschen neben mir. Weil ich damit nicht gerechnet habe, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, die retten sie, sie killt die und ich versuche gerade die ganze Zeit über zu überlegen, ob ich in Part 1 irgendwas ausgeblendet habe, wer das sein könnte. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, wer das ist, bitte nicht spoilern in den Kommentaren, weil es gibt tatsächlich ein paar tolle Leute von euch, die das Spiel selber nicht spielen, sondern einfach exklusiv bei mir schauen werden. Und dem wollen wir ja auf keinen Fall irgendwelche, ich wollte sagen, den Spaß nehmen, aber Spaß ist das ja halt einfach gar nicht so, ne? Es ist schon heftig, das ist schon wirklich, wirklich, wirklich heftig. Aber meine lieben Freunde, das war's. Der schlimmste Part oder der schlimmste Teil, bisher definitiv der schlimmste Teil, hat mich ultra mitgenommen. Ich bin gespannt, wie es in Teil 5 weitergeht. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.